Hallo Leute und herzlich willkommen zum Hühnerrundgang Oktober 2023. Seid ihr bereit für eine kleine Dschungeltour? Dann geht's los. Ja, wie ihr seht, ist alles schön eingewachsen hier. Sehr gut kommt, wie in dem einen Video schon gesagt, hier die Feige, Tiefwurzler, kann ich echt nur weiterempfehlen. Und jetzt gucken wir uns aber nicht das Chlorophyll hier an der Seite an, sondern wir tauchen mal ein bisschen ab in den Dschungel. Und ich zeige euch, wie gewünscht, meine Hühner. Viele von euch haben nämlich gefragt, was ich so nachgekauft habe an Hühnerrassen. Und hier vorne seht ihr schon zwei kleine schwarze. Das sind Bantam-Hühner, Farbschlag eher schwarz. Habe ich vor kurzem von einem netten jungen Züchter gekauft. Und die machen sich sehr gut. Bereits am ersten Tag haben die hier auf der Stange geschlafen, ganz selbstbewusst. Und trotz Körpergröße können die sich ganz gut durchsetzen. Ja, des Weiteren habt ihr ja schon gesehen, die gestreiften Zwergweindotten. Da habe ich auch zwei Stück. Das waren ja so die ersten, die ich nachgekauft hatte. Und dann habe ich hier die drei braunen Hennen, die ihr hier hinten seht. Ja, und die waren eigentlich ein Spontankauf. Da brauchte ich nämlich am Wochenende noch Hühnerfutter. Ja, und dann bin ich losgefahren, da wo der Hühnerlaster immer hält, einmal im Monat gewartet und dann kam der und dann habe ich gefragt, Mensch, hast du eigentlich auch Zwerghühner dabei? Ja, und das sind angeblich Bielefelder Zwerg-Kennhühner, wobei wir ja eine relativ helle haben und zwei, ja, mittelbraune Hennen. Ja, gut, sagen wir mal so, Farbschlag ähnelt wahrscheinlich Bielefelder Zwerg-Kennhühnern. Aber ob sie nun wirklich den Zuchtnormen entspricht, keine Ahnung. Ja? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Das sind auf jeden Fall Hühner, die ich spontan einfach mal gekauft habe. Ihr wisst ja, ich sehe es da nicht so eng mit den Hühnerrassen. Ich freue mich ja über alle Hühner, die gesund und munter sind. Und manchmal ist dann eben auch sowas dabei, wo ich sage, okay, muss jetzt hier nicht einen Ring um den Fuß haben oder irgendwie auf einer Ausstellung gewesen sein. Denen geht's gut. Und was mich so ein bisschen nervt, ist, dass ich momentan immer nur ein Frühstücksei von meiner alten Henne hier habe, die den Fuchsangriff überlebt hatte. Die hat ja die Küken großgezogen. Ja, und die legt so alle 3-4 Tage noch ein Ei. Die ist halt schon etwas älter. Ja, und jetzt musste ich tatsächlich noch ein paar Eier nachkaufen. Okay, aber ich hoffe, demnächst sind die anderen hier auch ein bisschen aktiver. So, hier bin ich gerade so ein bisschen am Fegen. Ich fege immer so alle paar Wochen das grobe Zeug aus dem Hühnerauslauf, damit die Hühner dann auch richtig gut weiter scharren können. Und hier habe ich ein bisschen was gebastelt. Einige von euch erkennen es vielleicht, das war mal mein Komposter aus Einwegpaletten. Der war dann etwas unansehnlich im Garten und ich habe den nicht mehr genutzt. Kartoffelernte habe ich aber noch ganz gut eingefahren mit dem Ding dieses Jahr. Ja, und dann habe ich mir überlegt, aus den Resten einfach so einen Unterstand zu bauen. Ja, das Schöne ist, die Hühner springen gerne rauf oder verkriechen sich unten drunter. Einfach mit ein paar Schrauben zusammengesetzt. Hier habe ich zwei Schrauben, auf der anderen Seite nochmal zwei Schrauben. Macht sich eigentlich ganz gut. Bringt so ein bisschen Struktur rein in den Hühnerauslauf. Und da oben habe ich das Ganze nochmal in etwas größer bzw. höher. Da habe ich einfach die gleichen Elemente so hochkant verschraubt und dann noch hier so eine einfache Strebe reingefügt. Und wie ihr seht, wird auch dieses Ding ganz gut angenommen und macht den Auslauf hier zu so einem kleinen Spielplatz für die Hühner. Ja, und an Hühnertränken konnte mich jetzt nichts großartig Neues überzeugen. Da bin ich ja immer so der mit dem Klassiker hier ganz gut dabei, mit der Plastikschüssel. Der Eduard ist ja dabei, Hühnertränken aus Edelstahl zu konstruieren. Das hatte ich euch ja im letzten Video gesagt. Bis dahin bleibt es wohl erstmal dabei. Zusätzlich habe ich aber noch hier die Nippeltränke wieder aufgehängt. Ja, die macht eigentlich einen ganz guten Dienst und witzigerweise haben vor allen Dingen diese Zwerg-Bielefelder, wenn es denn welche sind, Gefallen dran gefunden und trinken da regelmäßig draus. Aber man muss natürlich, man muss natürlich auch sagen, die
tropft ganz schön, wenn die Hühner rangehen. Jetzt will ich mal gucken, Bantam ist ja nun wirklich eine der kleinsten Hühnerrassen. Da hätte ich wahrscheinlich die Hühnertränke noch ein bisschen tiefer hängen müssen. Die ist da eben gerade rangesprungen. Ja, für die etwas größeren Zwerghühner ist das jetzt die richtige Höhe. Muss man so ein bisschen gucken. Einer meiner Zuschauer hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass es immer so ein Knacken im Video gibt. Und irgendwie scheint die Kamera auf dieses Gerät hier zu reagieren, auf das Weidezaungerät. Und das mache ich jetzt immer aus, wenn ich Videos drehe. Also nicht wundern, wenn es hier nicht grün blinkt. Nachher mache ich das wieder an. Jo, ansonsten alles, wie ihr es von früher kennt. Ich habe optimistischerweise 4 Nester wieder aufgehängt. Vom alten Typ aus Kunststoff, die sich ja über die Jahre sehr bewährt haben. Momentan, ja, wenn ich Glück habe, pro Tag mal ein Ei, eher so alle 2-3 Tage. In Betrieb ist jetzt hier einer der Futterspender, den der Eduard konstruiert hatte. Da habe ich jetzt so eine Futtermischung drin. Ich weiß gar nicht, welche Firma, kann ich euch sowieso nicht empfehlen, weil die Hühner sich Weizenkörner und Mais rauspicken und die Pellets, die da drin sind, werden total verschmäht. Die essen sie überhaupt nicht. Hinten habe ich nochmal ein Futtersilo mit einem Legehennen-Alleinfutter in Mehlform, also richtig fein gemahlen. Das fütter ich jetzt noch zu Ende, mache das Ding dann sauber und dann befülle ich es nochmal mit einem anderen Futter, was ich da habe zu Hause. Jo, auf Kotbrett und unten, wie gehabt, das Leinenstroh. Weiterhin Favorit. Ja, Hühnerklappe läuft prima. Die hatte ich euch ja vorgestellt. Einige von euch haben gefragt, wie läuft das mit dem Ding? Ist das Ding zuverlässig? Und ich kann nur sagen, Langzeittest auch super bestanden. Batteriestand ist gerade bei 70%. Ich weiß nicht, ob man es gerade sieht. Sollte also noch eine Weile halten, bis ich dann neue Batterien bestelle. Der Hühnerstall wartet immer noch auf seinen Einsatz. Leider hatte ich es ja dann irgendwann mit dem Rücken. Da ging dann irgendwie gar nichts mehr bei mir. Aber ich zeige euch jetzt mal die Ecke, wo ich was geplant habe. Hier hinter mir. Da ist eine Ecke, die mache ich gerade so ein bisschen frei, damit da ein Kükengehege entsteht. Und wir dann nächstes Jahr hier ein paar Küken großziehen, die ich euch natürlich auch zeigen werde. Ja, und nochmal von der anderen Seite hier, das stelle ich mir sozusagen als Hühnerauslauf für ein paar Küken vor. Mal sehen, wie ich das mache mit den Hochstammbäumen hier, die sind natürlich ein bisschen im Weg. Mal schauen, ob ich die umsetzen muss oder ob ich da irgendwie das Netz, was ich dann sicherlich rüberspanne, dann darum mache. Mal gucken. Ach übrigens, ich war neulich im Baumarkt. Und da habe ich diese Saatguttüte hier gefunden für eine Hühnerwiese. 2,99 Euro dachte ich mir, da machst du nichts verkehrt. Habe ich mitgenommen und zu Hause habe ich dann aber überlegt, 2,99 Euro für 30 Gramm Inhalt. Habe das mal hochgerechnet und da kommt man ja auf knapp 100 Euro pro Kilogramm. Und da wollte ich es mal genau wissen, was da drin eigentlich ist und ob dieser Preis gerechtfertigt ist. Ja, da bin ich natürlich gleich skeptisch geworden. Als ich die Abbildung gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, na, ob da nicht nur Rasensamen drin sind und dann zum Kilopreis von fast 100 Euro. Ich habe dann zu Hause nochmal recherchiert. Hier hinten steht ja alles drauf. Also zu 30% Festica rubra, das ist Rotschwingelgras, kostet im Internet um die 12 Euro das Kilo. Dann eine Sorte Lolium perenne. Starfire nennt die sich, die habe ich nicht gefunden, aber Lolium perenne ist nichts anderes als deutsches Weidelgras, kostet der Kilo 12 Euro. Dann nochmal 20% Lolium perenne Boxer, das gleiche wie eben genannt, nur eine kleine Untersorte. Ich bezweifle, dass da irgendwie ein ernährungsphysiologischer Unterschied besteht zwischen diesen beiden Grassorten. Dann haben wir 10% Phleum pratense, das ist Wiesen-Lischgras. Kostet das Kilo auch um die 14 Euro. 5% Poa pratensis, Wiesen- und Rispengras, 19 Euro das Kilo. 5% Trifolium repens, nichts anderes als Weißklee, kostet 20 Euro das Kilo.
So, dann komme ich durchschnittlich auf ungefähr 15 Euro pro Kilo, wenn ich mir das selber mische. Und hier komme ich mal eben auf knapp 100 Euro das Kilo. Ja, und dann steht hier zwar, ja, das ist für Schalen und Balkonkästen und Kübel. Aber mal ganz ehrlich, wie wenig Hühner will ich denn halten? Und wie winzig sollen die denn sein, dass sie von so einem Tütchen hier dann was haben? Ja, also ich kann das gerne irgendwann mal aussehen. Und dann habe ich irgendwie einen Kübel voller Gras und dann freuen die Hühner sich einen Tag. Aber Leute, für 2,99, naja. So, und das könnte eine mögliche Alternative sein. Rasensamen aus dem Billigmarkt. 1 Kilogramm. Für, ja, ich glaube 7 Euro haben die gekostet. Und wenn ich hier mal auf die Inhaltsstoffe gucke oder auf die Mischung, dann lese ich Lolium perenne, Festuca rubra und Poa pratensis. Ja, das haben wir gerade eben schon gehört. Nur eben zu einem ganz anderen Kilopreis als dieses kleine Tütchen hier. Also da denke ich mir, seid ihr besser beraten, wenn ihr irgendeinen einfachen Spiel- und Sportrasen kauft. Und ansonsten eine Idee für den Winter, solche Keimgläser hier mit Weizen füllen, zumindest so 2 bis 3 Esslöffel, dann über Nacht quellen lassen in Wasser, das Wasser nächsten Tag abgießen durch dieses Sieb hier und dann jeden Tag ein paar Mal durchspülen und dann hat man in 3-4 Tagen schöne Weizenkeime und die haben richtig Power für die Hühner und das wäre eher meine Empfehlung. Verlinke ich euch unten in dem Shop. Schaut mal rein in die Videobeschreibung. Da findet ihr alles, was man so für die Hühner gebrauchen kann. Ach übrigens, wisst ihr, was das hier werden sollte? Das sollte eigentlich so ein kleiner Eierverkaufsstand sein, den ich dann mit einem Standfuß auf den Zaun stelle, mit einer kleinen Vertrauenskasse, dass die Nachbarn mir eine kleine Futterspende für eine Packung Eier reinschmeißen. Dann kam ja leider der Fuchs dazwischen und ich hoffe, irgendwann geht dieses Ding mal in Betrieb. Dann zeige ich euch natürlich, wie es fertig aussieht. Das war's auch schon wieder aus dem Hühnergehege hier. Ich hoffe, ihr hattet jetzt so ein paar Einblicke, wie es bei mir gerade so aussieht und was ich so mache und auch, welche Hühner ich momentan halte. Das haben ja viele von euch gefragt. Ja, und ihr seht schon, das ein oder andere Projekt wartet auf mich. Ganz vorne dabei ist der kleine Hühnerstall, den ich ja konstruiert hatte. Und der muss ja spätestens im nächsten Frühjahr dann stehen, damit da die Küken einziehen können oder sogar schlüpfen können. Und dann freue ich mich natürlich, dass ihr weiterhin dabei seid. Und ich freue mich auch auf das nächste Video mit euch. Bis dahin. Tschüss.